Grüß euch Leute, freut mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast, denn wir schauen uns heute Projekte an, die mit BRC20 starten auf der Bitcoin-Blockchain durch die neuen Möglichkeiten, die wir jetzt gerade durch das Ordinals-Protokoll im NFT-Bereich gesehen haben und BRC20, der Überbegriff für Projekte, die auf Bitcoin launchen. Denn wir wissen, es ist genau jetzt die Zeit, wo man auf die Suche gehen muss. Neue Möglichkeiten im Crypto-Space eröffnen sich glücklicherweise auf nichts anderem als auf Bitcoin und dort in den ersten DEXs, dezentralen Exchanges unterwegs zu sein, irgendwelche Transaktionen durchzuführen, können einerseits eine selten gute Gelegenheit sein, irgendwo in einen Airdrop reinzurutschen und andererseits natürlich Projekte sehr früh zu kennen, sehr früh investieren zu können und dann natürlich in einem Bullrun, wenn der Narrative stimmt, wenn die Kurse natürlich auch passen, sehr, sehr hoch zu verkaufen. Ich habe mich hingesetzt, einige Projekte rausgesucht, recherchiert und angesehen und möchte euch heute meine Erkenntnisse, mein Wissen darüber teilen. Insgesamt vier Projekte gehen hier mit ins Video und wir starten direkt nach dem Intro. Und damit natürlich herzlich willkommen zu diesem Video zum BRC20 Topic. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Bullrun definitiv viel Entwicklung in diesem Space sehen, weil Bitcoin ist so quasi der heilige Gral unter den Blockchains, unter den ganzen Netzwerken, inklusive dem Internet. Noch nie hat es irgendeinen Hack gegeben. Das Netzwerk ist das sicherste Netzwerk auf der gesamten Welt. Da kommt kein zentralisierter Anbieter auch nur ansatzweise an diesen Sicherheitsstandard. Und dementsprechend könnte das extrem attraktiv werden in der Zukunft für Institutionen, für Firmen, für wen auch immer, auch private Personen auf Bitcoin-Transaktionen durchzuführen. Wir haben kein Smart Contract-Risiko und können dann natürlich jetzt zum Anfang von neuen Projekten, die mit Bitcoin arbeiten, die auf dem BRC20 Standard aufbauen, früh in diese Projekte reingehen, weil der Markt, das Sentiment, der Bullrun, Bärenmarkt ist definitiv auf unserer Seite, auf der Seite von den Leuten, die schlau tief kaufen können und dann in einem kommenden Hype natürlich schon unsere Bags voll haben an Token. Das Wichtigste, was ich dazu sagen möchte, ist, wir haben hier keinerlei Sicherheiten. Das Ganze ist auch weder eine Anlageberatung oder eine Empfehlung zu einem Kauf, sondern es ist eine reine Recherche von mir. Ich habe selber noch nicht die großen Gelder in diese Coins reingesteckt, außer ein bisschen was in NFTs auf der Bitcoin-Blockchain. Und diese Token erinnern eher so an die ICO-Phase 2017, wo du nur irgendwelche White Paper siehst, irgendwelche Docs, die die Entwickler rausgeben und teilweise dann in den Token-Launch reingehen. Es gibt aber hier bei diesen Projekten definitiv schon Websites, es gibt definitiv schon Möglichkeiten, wie du das Ganze testen kannst, das schon Hand und Fuß hat und zumindest schon einiges in dieser Welt der BRC20 Token auf die Beine gestellt haben. Und als allererstes möchte ich auf mögliche Airdrops eingehen. Egal auf welcher Plattform wir hier unterwegs sind, egal welche Anwendungen wir hier nutzen, wir sind wirklich, wirklich früh dabei. Und wenn man sich die Beispiele für BRC20 Airdrops mal ansieht, die Pixel Pepes wurden geairdroppt als erster NFT Airdrop auf dem Bitcoin-Netzwerk jemals. 1563 Rare Pixel Papers wurden geairdroppt an Wallets, die eine Transaktion auf dem Ordinal Wallet getätigt haben, vor dem Block 777.888. Auf dem Ordinal Wallet habe ich mir persönlich auch dann auf dem Marketplace dann einen Pixel Paper gekauft, weil ich nicht im Airdrop dabei war, aber dass ihr mal seht, wie hoch diese geairdroppten NFTs gerade gehandelt werden. 0,26 Bitcoin Floor Price ist natürlich eine Hausnummer und genau das könnte eventuell bei Uniset genauso passieren. Uniset, ein sehr großer Marktplatz, einer der bekanntesten und sogar der größte, welcher auch die meisten Transaktionskosten im Bitcoin-Netzwerk letztens verursacht hatte. Hier werden vor allem diese ganzen Token-Packages, diese BRC20-Tokens gekauft, verkauft, angeboten und vielleicht könnte man natürlich hier schon mit dem Uniset-Wallet und einer Transaktion sich für einen Airdrop qualifizieren. Mein Tipp ist es, einfach mal Experience zu sammeln. Ich habe dir hier in diesem Video, welches ich hier verlinke, mal knappe 310 $ Minting Fees bezahlt. Also das Ganze kann man sich überlegen, vielleicht zahlt es sich aus, ist aber jetzt nicht so günstig, dass ich persönlich sage, ich erstelle mir jetzt 10 Wallets und fahre überall mit der Hoffnung rein, mit Transaktionskosten mich für einen Airdrop zu qualifizieren. Es könnte nur möglich sein und dementsprechend bin ich da guter Dinge, wenn schon die Pixel Papers gegeben hat. Ich glaube, von diesem Beispiel lässt sich auch eine Seite wie Uniset inspirieren. Vielleicht gibt es von denen auch mal einen eigenen Token. Also hier bist du schon mal
einmal bei der Nummer 1 auf den BRC-Marktplätzen mit drinnen. Und noch einen Zusatz für alle Leute, die realisieren, wie hoch das Risiko in dieser Investmentseite des Kryptomarktes ist. Und definitiv kann so ein Coin auch einfach von der Bildfläche verschwinden, auch wenn er hier im Video ist und in 2 Jahren kennt ihn niemand. Vielleicht ist er auch schon in ein paar Monaten komplett tot. Wer Bitcoins hält, wird sowieso und unausweichlich von dem ganzen BRC20-Hype profitieren, wenn er natürlich so passiert, wie wir das erhoffen, wie wir das erwarten. Aktuell reagiert der Bitcoin-Kurs nicht so prickelnd auf diese ganze Entstehung von BRC20 oder zeitgleich mit dem Hype von BRC20 kann sich der Bitcoin-Kurs gerade nicht davon bereichern. Nichtsdestotrotz, long-term gesehen, kann das natürlich ganz andere Richtungen annehmen. Und ich persönlich stelle mir auch die Frage, warum Altcoins oder warum auf Ethereum teure Transaktionen machen, wenn ich sie auf Bitcoin ja eigentlich sogar günstiger bekomme und kein Smart Contract Risiko habe. Und wenn ich dann natürlich schon früh drinnen bin, könnte es natürlich umso besser werden. Ein Projekt, welches auf Bitcoin aufbaut und es schon in die Top 100, sogar Top 50 teilweise geschafft hat, ist Stacks. Stacks hat seit Jahresbeginn ein 3x mitgenommen, ist also schon gut durch die Decke gegangen. Auch ohne den BRC20 Hype hat es schon eine Performance hingelegt. Was ist Stacks genau? Ich lese es euch hier aus CoinMarketCap raus und ihr könnt euch gerne überall noch mehr Infos dazu holen. Ich empfehle auch immer, selber nur diese Videos als Orientierungshilfe zu nehmen und dann selber wirklich tiefe Recherche zu machen, bevor man irgendwo investiert. Stacks ist eine Layer für Smart Contracts, die es erlauben, auf Bitcoin aufzubauen. Und dort wird auch Bitcoin verwendet, um Transaktionen auf die Blockchain zu schreiben und damit die Gebühren, die Transaktionskosten zu bezahlen. Bitcoin ist der größte, wertvollste und meist dezentralisierte Coin und das größte, dezentralisierteste Asset auf der Welt. Und sie geben hier an, was ich hochgegriffen finde, dass 500 Milliarden Dollar an Bitcoin-Kapital hier jetzt diese Bitcoin Layer 1 nutzen könnten. Sie geben den Weg frei, dass dieses Kapital irgendwo in der DeFi-Welt in irgendwelche Decentralized Apps arbeiten kann. Smart Contracts ist natürlich auch so ein Angriffspunkt, der bei Ethereum extrem oft vielen Leuten zum Verhängnis geworden ist. Grundsätzlich funktioniert Bitcoin ja mit UTXO. Wer zum Beispiel auf der DeFi-Chain unterwegs war, kennt das von dort, keine Smart Contracts und dementsprechend Sicherheit. Hier, warum sie genau jetzt mit Smart Contracts drauf arbeiten, müsste man noch genauer nachschauen. Ich persönlich bin bei Stacks reingegangen, schon vor ein paar Wochen, vielleicht sogar schon Monate und bin auf meinen ersten Einstiegspunkt fast 50% im Minus. Ist mir aber egal, ich habe den gekauft, lasse ihn liegen. Wenn er auf Null geht, geht er auf Null. Und wenn es wirklich abgeht, dann habe ich mit einem Einstieg von knapp über einem Dollar, wenn es auf 10 Dollar geht, auch eine passende Rendite gemacht. Dementsprechend Stacks baut auf Bitcoin. Stacks ist auch schon in den Coin Market Cap Rängen ziemlich weit oben. Könnte dementsprechend auch eines der sichersten Coins sein, die mit dem BRC20 Hype, die mit der Entwicklung auf Bitcoin profitieren und uns natürlich dann auch Gains bringen. Ein Projekt, welches ich jetzt schon öfter gesehen habe und in kurzer Zeit gute Follower auf Twitter akquiriert hat, ist Alex, Building the Fastest BRC20 DEX. Und für diese DEX muss man natürlich sich ein Wallet runterladen. Das ist in diesem Fall das Hero Wallet. Ich habe es extra mal gemacht, um diese DEX anzusehen. Und ich muss sagen, das ist wirklich noch Anfangsstadion. Das ist jetzt noch nicht so krass, wie wir das vielleicht von Ethereum kennen, wie wir die Projekte auf Arbitrum und auf Binance Smart Chain kennen. Hier haben wir einerseits mal ein Launchpad. Könnte genau das sein, was wir suchen für neue Projekte auf BRC20. Das könnte genau das sein, was im nächsten Bull dann wieder diese 20-30.000% Rendite von den Launchpad-Preisen hier macht. Dementsprechend das erste Launchpad mit BRC20 Dingern. Man muss aber dazu sagen, dass auch zentralisierte Exchanges schon Launchpads haben, die einfach einen BRC20 Token darin launchen können. Eine Swap-Funktion, hier ist mal alles basierend auf Stacks. Es gibt auch keinen LX Token auf BRC20 Basis, sondern dieses LX Lab Protokoll baut genau auf Stacks auf. Also die haben sich hier zunutze gemacht, dass Stacks das Fundament darstellt und haben hier auf Stacks ihr Projekt gelauncht. Hier können wir grundsätzlich mal swappen. Es gibt noch wenig Auswahl. Das Ganze ist natürlich noch im Anfangsstadium. Ich bin auch hier weder irgendwo in DeFi reingegangen, habe keine Pools, die ich nutze. Die Volumen bzw. die Liquidität ist noch ziemlich weit unten. Kleine Projekte mit hohem Risiko können dementsprechend hohe Renditen farmen. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr euch den Alex kaufen könnt oder andere Token, die ihr eben recherchiert, geht einfach auf Markets. Ihr seht bei Gate.io, Maxi, bei Hotbit, XT.com bin ich gar nicht. Aber auf jeden Fall bei diesen zwei ist das höchste Volumen. Ich habe euch einen Link von Maxi unten in der Videobeschreibung. Die sind von den Gebühren her wirklich brauchbar und dementsprechend gerne euch dort anschauen.
anmelden, den Token holen. AlexLab ist dort schon verfügbar. Wirklich keine Anlageberatung, macht es nur, wenn ihr euch da wirklich sicher seid. Was cool ist, ihr könnt auch von der Stax Chain, was nicht BRC20 ist, welches aber Bitcoin als Basis hat, könnt ihr schon mal bridgen. Die Stax USDT könnt ihr auf Ethereum und BSC rüberschmeißen und ihr könnt aber auch von BSC und Ethereum in das Stax Ökosystem rein. Man muss aber dazu sagen, dass das Ding hier eher so eine Hybridmöglichkeit ist und nicht direkt BRC20. Auch die DeFi-Chain hat ja auf Bitcoin aufgebaut und hat aber so gut wie nichts mit Bitcoin. Wenn ich das wirklich oberflächlich betrachte und irgendwie mal mit anderen Projekten vergleiche, du merkst nichts von Bitcoin, du brauchst keine Bitcoins für die Transaktionsgebühren. Dementsprechend, ja, ist Alex und Stax nur so eine Hybrid-Variante, was voll auf BRC20 fahren wird, beziehungsweise so angekündigt ist, ist das Coax-Protokoll. Es ist aber eher auch so eine Wallet-Tracking-Möglichkeit, wie wir das hier bei Uniset kennen. Das Menü hier oben, es ist ziemlich ähnlich, die Möglichkeiten hier sind ziemlich ähnlich, nur gibt es hier schon einen Token. Ob der jetzt wirklich nur dazu da ist, dass die Founder richtig viel Geld einsammeln, kann natürlich genauso sein. Ich persönlich denke mir, solche Portfolio-Tracking-Seiten werden sich nach und nach entweder mehr oder weniger durchsetzen. Da ist auch beim Ordinals-Protokoll, wie gesagt, die Möglichkeit gewesen, dass man das Ordinals-Wallet nutzt und dann einen dicken Airdrop bekommt. Sowas genau nachzumachen mit einem neuen Protokoll, wenn Uniset schon der größte Marktplatz ist, ist natürlich schwer, aber man kann es versuchen. Ist auf jeden Fall ein Projekt, das ich gefunden habe, das eigentlich keine schlechten Rezensionen so oder Feedbacks bisher bekommen hat von den Quellen, wo ich es gesucht habe. Es ist aber wirklich erst vor 2-3 Tagen online gegangen, die Homepage, und es funktioniert darauf, ehrlich gesagt, noch nichts. Ich habe aber auch hier mein Uniset Wallet noch nie verbunden gehabt. Das verbinden wir hier einfach mal. Ja, es ist trotzdem nichts da. Es wird nicht einmal mein NFT angezeigt, welches ich im Wallet aber schon sehe. Dementsprechend gut, könnte was sein. Ich werde es aber einfach mal nur beobachten. Und ein BRC20, das wirklich, wirklich BRC20 ist, launcht demnächst auf einem Launchpad von BitGet. Dort bekommt man nur durch das Halten des börseneigenen Tokens, des BGB-Tokens, welches wirklich ein super Performer war. Für diese Aktion, das Launchpad, habe ich hier auch ein Video gemacht, welches du dir hier ansehen kannst. Alle Details dazu sind natürlich dort erwähnt. Und du kannst dir hier mit dem obersten Link in meiner Videobeschreibung zu BitGet einen Account machen, kannst dort den BGB-Token erwerben. Und mit etwas Glück erhält man dann Tickets, mit denen man den Token kaufen kann. Das Ganze ist aber eher wie ein Raffle, um den Launch so fair wie möglich zu gestalten, die Verteilung so fair wie möglich zu gestalten. Und hier haben wir vielleicht auch die Chance, ein gutes BRC20 Projekt sehr früh beim Launch schon mitzubekommen. Dementsprechend, das waren mal die paar Projekte, die man jetzt schon findet. Das Ganze, der ganze Space ist noch sehr ausbaufähig, ist auch noch mehr oder weniger in den Kinderschuhen. Das ist eben auch der Grund, warum es so ein hohes Risiko ist. Du weißt nicht, wie arbeiten diese Projekte, wie arbeiten die Firmen dahinter, wie sind die Unternehmer dahinter gestrickt, sind die wirklich vorausschauend, geben die bei Problemen irgendwie schnell den Löffel ab und verschwinden dann tatsächlich, oder ist das Projekt wirklich da, um zu bleiben? Da habe ich vor allem das beste Gefühl bei Uniset, die noch keinen eigenen Token haben, vielleicht ein Airdrop rauskommt. Oder Alex ist schon recht bekannt, wie gesagt, haben gute Follower in dem Social Media Bereich und die Page passt, die möglichen Sachen, die man dort machen kann, passen. Es ist nicht nativ BRC20, aber hat seinen Ursprung definitiv jetzt mal auf Bitcoin gesetzt. Wir sehen dann definitiv, wie sich die ganzen Projekte entwickeln. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Die Links zu diesen Projekten sind alle in der Videobeschreibung unter Quellen, da müsst ihr etwas runterscrollen und dann könnt ihr da gerne eure Erkenntnisse erweitern und sonst auch gerne im Austausch in unserer Telegram-Gruppe. Ihr könnt dort jederzeit gerne eintreten, dort zu diskutieren über Themen wie DeFi, Shitcoins, Trading, NFTs und Co. ist immer eine coole Sache. Bin dort auch viel online, falls ihr mich erreichen wollt. Wir sehen und hören uns dann spätestens dort oder im nächsten Video. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Recherche, viel Erfolg bei euren Projekten. Wir sehen und hören uns. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.